Bundesrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im 15. und 16. Jahrhundert musste in den Landsgemeindekantonen das Volk sämtliche Verträge und Bündnisse genehmigen. Aber irgendwie muss das auf die Dauer zu einem Overkill geführt haben. So sahen weder die Verfassung von 1848 noch diejenige von 1874 ein Staatsvertragsreferendum vor. Das Staatsvertragsreferendum in der heutigen Form ist seit 8 Jahren in Kraft. In den letzten 30 Jahren jedoch suchte man immer wieder nach Optimierungen, um die Mitwirkung der Stimmbürgerschaft und damit die demokratische Legitimität außenpolitischer Entscheide zu stärken. Die Politik der Schweiz steht und fällt mit der Beteiligung der Bevölkerung. Das gilt für die Innen- wie für die Außenpolitik. Die Volksrechte sollten daher für beide Bereiche kohärent sein. Genau das bringt der Gegenvorschlag zur Initiative, die Stärkung der Volksrechte nach dem Prinzip des Parallelismus. Ein eigenartiges Wort, aber ein Begriff, der sich leicht erklären lässt, was nach unserer Verfassung in einem referendumsfähigen Gesetz zu regeln ist, soll auch bei einem internationalen Vertrag dem fakultativen Referendum unterstehen. Staatsverträge, die einer Änderung der Bundesverfassung gleichkommen, sollen neu dem obligatorischen Referendum unterstehen. Das heißt, Staatsverträge, die Grundrechte betreffen, die Zuständigkeiten der Gewalten, die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen, unterstünden dem obligatorischen Referendum. Das ist logisch und das ist in sich geschlossen. Die SP-Fraktion ist deshalb für Eintreten beim direkten Gegenvorschlag. Die Initiative der Auns hingegen lehnt die SP-Fraktion ab, denn sie stärkt entgegen ihrem noblen Titel die Volksrechte nicht, im Gegenteil, sie verwässert sie. Die Initiative verirrt sich, wie jetzt schon zweifach gesagt wurde, in juristisch schwammige Formulierungen wie den Begriff wichtige Bereiche. Ja, welcher Sachbereich ist dann wichtig oder nicht? Das kann nicht allgemeingültig gesagt werden. Und wenn Herr Fehr in seinem Feuer auf Artikel 164 verweist, so geht es hier nicht um Bereiche, sondern um wichtige, rechtssetzende Bestimmungen. Und das ist natürlich ein Unterschied. Wenn Sie mit Bereichen argumentieren, heißt das, dass das Parlament bei allen Verträgen zunächst vermutlich in zähen Auseinandersetzungen sich einigen müsste, ist der Sachbereich jetzt wichtig oder ist jener Sachbereich wichtig? Und da gehen die politischen Interessen und Standpunkte auseinander. Vielleicht ist das von den Initianten gewollt, ein gewolltes Instrument, um die Außenpolitik zu lähmen, zu verlangsamen. Das wollen wir nicht. Zweitens, die Initiative verlangt ein obligatorisches Referendum, falls die Schweiz je auf die Idee käme, Rechtsprechungszuständigkeiten und wieder in sogenannten wichtigen Bereichen an das Ausland abzutreten. Generell Rechtsprechungszuständigkeit abzutreten ist bisher nicht geschehen und ist unseres Erachtens politisch nicht denkbar. Das dritte Problem ist die Forderung nach einem außenpolitischen Finanzreferendum. Vermutlich der erste Schritt auch zu einem innenpolitischen Finanzreferendum. Wir lehnen beides ab. Grundsätzlich will die Initiative die Hürden für Staatsverträge erhöhen. Sie will die Zahl der Staatsverträge unter obligatorischem Referendum erhöhen, um, und sie sagt das auch in ihrem Argumentarium ganz klar, mit wenig Aufwand, das heißt ohne den Aufwand zum Sammeln von Unterschriften, zu politisieren. Das heißt dafür, umso effizienter Obstruktion in der Außenpolitik zu betreiben. Wir meinen, Staatsverträge sind nicht per se zu verteufeln, sondern nüchtern zu beurteilen. Die Schweiz braucht, wie jedes andere Land, angesichts der fortschreitenden Globalisierung der Wirtschaft gute internationale Beziehungen und hat darum ein eminentes Interesse an der Entwicklung internationaler Rechtsgrundlagen, wie sie die völkerrechtlichen Verträge darstellen. Die Initiative ist sicher nicht geeignet, dies zu fördern.
Darum sagt die SP Nein zur Initiative, aber Ja zum direkten Gegenentwurf. Erlauben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir schon bei Volksrechten und völkerrechtlichen Verträgen sind, einige Bemerkungen zur Frage der Gültigkeit von Volksinitiativen. Denn Stärkung der Volksrechte heißt auch zu verhindern, dass die demokratischen Rechte ad absurdum geführt werden. Im Zusammenhang mit Volksinitiativen bedeutet dies, dass es hochproblematisch ist, demokratisch gesehen, der Bevölkerung zu versprechen, erlauben Sie mir den Ausdruck vorzugaukeln, ein Initiativbegehren sei realisierbar, wenn internationale Verpflichtungen der Schweiz, wie etwa Menschenrechtsverträge, eine Buchstaben- oder sinngetreue Umsetzung verhindern. Es stehen zwei Möglichkeiten zur Debatte, wie diese Fragen geklärt werden sollen. Eine Möglichkeit, die der Bundesrat kürzlich präsentierte und die auch Gegenstand einiger Vorstöße ist, ist die sogenannte materielle Vorprüfung. Diese Vorprüfung durch eine politische, administrative oder gerichtliche Institution würde im Fall der völkerrechtlichen Unvereinbarkeit zu einem entsprechenden unverbindlichen Vermerk auf dem Unterschriftenbogen führen, wenn das Initiativkomitee nicht die Chance packt, das Begehren noch vor der Unterschriftensammlung anzupassen. Zugegeben eine Minimallösung, aber sie schafft für die Leute, die unterschreiben, die notwendige Transparenz. Der zweite Lösungsansatz zielt auf die Erweiterung der Ungültigkeitsgründe und könnte zusätzlich zur materiellen Vorprüfung zum Zug kommen. Eher als völkerrechtliche Schranken würde dieser Ansatz die Ungültigkeitsgründe aus den Kerngehalten unserer Grundrechte nehmen, die Grundrechte auf ihren unantastbaren Mindestgehalt reduziert. Der Entscheid über die Gültigkeit läge dabei weiterhin bei der Bundesversammlung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können mit diesen Geschäften spürbar Verbesserungen der Volksrechte erreichen. Wir können demokratische Legitimation der Schweizer Außenpolitik stärken, indem wir Volk und Ständen den Gegenentwurf zur Staatsvertragsinitiative empfehlen. Und wir können das Initiativrecht stärken, indem wir mehr Transparenz und präzisere Regeln schaffen. Die SP-Fraktion lehnt die AUNS-Initiative ab. Sie lehnt auch sämtliche Minderheitsanträge ab und wird dem direkten Gegenvorschlag zustimmen.